In vorhergehenden Videos haben Sie vielleicht schon gesehen, wie man Gutscheine erstellt, was man zu beachten hat und wie Gutscheine einzulösen sind. In diesem Video gehen wir in das Gutschein einlösen oder in die Materie etwas tiefer ein. Denn es taucht immer wieder die Frage auf, ja, wie verhält sich denn das mit der Steuer? Sie haben bestimmt schon, wenn Sie die Videoserie verfolgt haben, den Satz gehört, dass ein Gutschein nicht zwangsweise mit einer Ware oder Dienstleistung im Zusammenhang steht. Somit darf laut unserem Gesetzgeber der Gutschein mehrwertsteuerneutral sein. In Wavi Profi 3 haben Sie ja die Möglichkeit, diese Neutralität über die Systemeinstellungen zu hinterlegen, was der Standard ist. Denn Systemeinstellungen, nochmal ganz kurz, können Sie im Verkauf unter Sonstiges den Mehrwertsteuersatz bei einer Gutscheinerstellung hinterlegen. So. Was ist das? Wie verhält sich das? Wir haben jetzt halt hier noch nichts drin. Ich drücke jetzt einfach mal B4 Bodenkopie. Und wir haben jetzt in unserem Beispiel den 5. März. Wir haben hier keine Verkäufe drin. Warum keine Verkäufe? Damit ich Ihnen das besser zeigen kann. Damit wir das Ganze gleich ein bisschen komplexer machen, gehe ich jetzt auf unseren Musterartikel 2 und sage ihm, pass mal auf, ich ändere mal den Mehrwertsteuersatz. Und zwar, damit Sie einfach sehen, wie komplex das Ganze sein kann. Musterartikel 2, der ist mit 19% und der Musterartikel, also Musterartikel 2 ist mit 7% und der Musterartikel 3 ist mit 19% Mehrwertsteuer. Wunderbar. Nun gehen wir her und ich verkaufe jetzt unseren Musterartikel 2. Wie mache ich das? So. Und zwar relativ einfach. Und den Musterartikel 3. Ich verkaufe jetzt jeweils nur ein Stück. Somit haben wir eine Gesamtsumme von 30,98. Jetzt will ich das Ganze bezahlen. Hierzu löse ich einen Gutschein ein. Und zwar, ich habe einen Gutschein schon vorbereitet in Höhe von 20 Euro. Nun sage ich übernehmen, ich gebe den Zahlbetrag ein und sage weiter. Was ist jetzt passiert? Nichts Großartiges, wir haben einfach einen Umsatz getätigt und haben dabei Gutscheine, also einen Gutschein im Wert von 20 Euro eingelöst. So, damit sich unser ursprünglicher Zahlbetrag von 30,98 auf den neuen Zahlbetrag 10,98 reduziert hat, weil der Kunde hat ja einen Gutschein gehabt. So, und jetzt kommen wir ein bisschen zum Steuerrecht. Für diejenigen, die BWL hatten oder Betriebswirtschaft, für die ist das vollkommen klar. Die anderen unter Ihnen, die das noch nicht hatten, für die mag es vielleicht etwas fremdlich am Anfang wirken. So, welche Situation haben wir? Wir haben hier eine Mehrwertsteuerauflistung, und zwar enthaltene Mehrwertsteuer im Zahlbetrag. Mit 15,99 haben wir 19% drin und mit 14,99 haben wir 7% drin. Des Weiteren haben wir hier unten eine Mehrwertsteuerauflistung der eingelösten Gutscheine, die mehrwertsteuerneutral sind. Warum ist es so? Warum stehen hier oben die vollen Mehrwertsteuersätze, obwohl doch unser Zahlbetrag nicht 30,98 ist, sondern 11,98? Wenn, wie im vorher genannten Grundsatz, dass ein Gutschein nicht zwangsweise oder dass ein Gutschein mehrwertsteuerneutral sein darf, wenn er nicht zwangsweise mit einer Leistung oder mit einer konkreten Leistung oder Ware in Zusammenhang steht, ist genau die Situation eingetroffen. Zum Erstellen machen wir es mal so. Ich gehe jetzt mal hier und nehme mal den Gutschein. Zum Zeitpunkt des Erstellen des Gutscheins, ja, haben wir eine Einnahme von 20 Euro. Diese 20 Euro ist mehrwertsteuerneutral. Im Klartext, Sie zahlen für diese 20 Euro keine, oder Sie müssen keine Umsatzsteuer abführen. Die 20 Euro nehmen Sie ein, das ist im Prinzip nichts anderes als ein Wechsel. Okay, zum Zeitpunkt des Einlösens jedoch wird die Mehrwertsteuer der verkauften Ware oder kommt die Umsatzsteuer der verkauften Ware zum Tragen. Im Klartext, für diese 20 Euro hatten Sie keine Umsatzsteuer bezahlt, Sie haben nichts abgeführt. Wenn der Kunde am 1.2010 zu Ihnen gekommen ist und jetzt erst den Gutschein einlöst, dann haben Sie seit dem 1.1.2010 in Höhe der Gutscheinsumme, als Beispiel 20 Euro, keinerlei Umsatzsteuer abgeführt. Also Sie haben davon profitiert oder haben schon damit arbeiten können. Zum Zeitpunkt des Einlösens jedoch ist die Mehrwertsteuersumme der verkauften Artikel anzurechnen. Das bedeutet, am 5.3. müssen Sie die Umsatzsteuer in Höhe von konkret 2,55
und 0,98 ans Finanzamt abführen, beziehungsweise es wird Ihnen zum Zeitpunkt des Einlösens, in unserem Beispiel der 5.3., auf die Umsatzsteuer mit angerechnet. Ich denke, nun ist es relativ klar, wie sich das Ganze verhält. So schwer, glaube ich, ist es nicht. Und wenn Sie Frage dazu haben, einfach Ihren Steuerberater kontaktieren. Aber glauben Sie mir, das ist schon richtig so. Wir können natürlich jetzt parallel dazu einen Tagesabschluss machen. Und zwar, da tue ich jetzt gar nicht großartig rum. Und ich sage jetzt Journal drucken. Wechselgeld will ich nicht zählen. Und in den Journalkopien, damit Sie es halt sehen, wähle ich jetzt meinen 5.3. aus und sage, ich will die Vorschau haben. Auch wiederum, dass Sie sehen. So, und dann machen wir es ein bisschen größer. Und genauso haben wir hier unten unsere Auflistung, das heißt unsere verkauften Artikel mit den Mehrwertsteuersätzen und unser einzulösender Gutschein. Und hier haben wir die volle Anrechnung der Mehrwertsteuersätze und hier haben wir einen mehrwertsteuerneutralen Abzug, weil im Tagesabschluss des Vortages, in unserem Beispiel halt der 4., haben wir eine Einnahme mit 20 Euro des Gutscheins gehabt und hier das Einlösen, somit hebt sich diese Buchung wieder auf. Und zu guter Schluss können wir das Ganze noch in den Auswertungen im steuerrelevanten Monatsbericht sehen, indem wir nun 4.3 Rechnung wählen wir, okay, da sehen wir, dass wir eine Einnahme mit 19 und mit 7% hatten. Wir sehen, dass wir eine Gutscheineinlösung und eine Gutscheinzubuchung hatten, die sich an dieser Stelle aufheben. Und das Einzige, was jetzt an abzuführender Umsatzsteuer aufrechnet, ist die mehrwertsteuerrelevante Summe, die unsere Ware spezifiziert. Und somit haben Sie eine abzuführende Umsatzsteuer in Höhe von 3,53 Euro in dieser Konstellation.